Ich freue mich, dass wieder viele dabei sind bei unserem monatlichen Zoom-Treffen. Es geht heute um einmal um Mitmachen bei COMCEN und zum anderen auch um Technik, um neue Technologien. Wir werden heute Abend einiges zu dem Werkzeug Transkribus hören, wie man Transkribus benutzen kann, um mit unseren DES-Projekten ein Stück weiterzukommen. Transkribus ist entwickelt worden 2013. Da gab es EU-Projekte, es ist gefördert worden. Wissenschaftler und Techniker, vor allen Dingen der Uni in Innsbruck und Rostock, Barcelona und verschiedene andere, haben sich zusammengetan und wollten im Bereich der Handschriftenerkennung ein Werkzeug schaffen. Dieses Werkzeug ist mittlerweile sehr stark schon im Einsatz. Bisher wurde das Werkzeug lokal auf dem Rechner auch installiert. Anfang des Jahres kam eine neue Version. Man arbeitet jetzt browserorientiert, also alleine im Browser. Man muss nichts mehr lokal installieren. Funktioniert auch sehr gut. Einige Umsteigeklippen sind wohl noch zu beheben, vor allen Dingen, wenn man im Team mit mehreren Leuten an einem Projekt arbeitet, an einer Urkunde arbeitet. Gibt es noch sehr kleine Unstimmigkeiten, aber das kriegen die sicher auch gut geregelt. 2019 sind die EU-Projekte ausgelaufen und man hat sich dann überlegt, wie können wir mit dem Personal, das bisher da auch gut im Einsatz war, weiterarbeiten. Und man hat eine europäische Genossenschaft gegründet. Da unser Verein mit einigen Leuten von Anfang an dieses Projekt auch begleitet hat, sind wir da sofort mit eingestiegen. Wir sind dort das Gründungsmitglied Nummer 4 in dieser Genossenschaft und haben auch einen ganz guten Draht zu den Gründern, zu den Urvätern von Transkribus. Und wir sind da sehr gut im Einsatz. Anfang des Jahres wurde auch ein Abonnementvertrag geschlossen mit Transkribus, sodass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, mit größeren Projekten dort einzusteigen. Damit die wissen, was da alles auf uns zukommt, haben wir mit Michael Rose die Vereinbarung getroffen, dass er uns mal zeigt, wie sowas zu machen ist. Er arbeitet seit einiger Zeit auch an einem größeren DES-Projekt und wird uns da sicher einige Sachen zeigen, wie gut uns dieses Werkzeug dabei hilft bei der Erfassung von Daten aus Urkunden, aus handschriftlichen und auch aus gedruckten Quellen. Mit Transkribus kann man nämlich auch sehr gut das machen, was eine OCR üblicherweise macht. Transkribus ist da auch sehr gut dabei. Ja, Michael, dann sind wir gespannt und hören dir zu und du hast das Wort. Ja, wunderbar, vielen Dank. Von mir auch guten Abend allerseits. Freue mich, dass so viele da sind. Ich werde heute Abend kurz Transkribus vorstellen und dann habe ich mir zwei Demonstrationen ausgedacht. Eine Demonstration ist mit einem laufenden Projekt, dem Projekt Hochschulschriften. Also das Projekt Hochschulschriften läuft seit Dezember 2021 und da war von Anfang an Transkribus ein integraler Bestandteil. Also es war sozusagen deswegen eine Art neue Projektaufbau, weil eben nicht hier ist der Scan abtippen, sondern es sind noch ein paar Zwischenschritte dabei. So, das ist also das erste, das laufende Projekt. Und momentan ist ein weiteres größeres Projekt in Vorbereitung. Man kann fast sagen, ein Wunschprojekt von Ingrid. Das sind die Gefangenenlisten Österreich-Ungarn aus dem Ersten Weltkrieg, wo ich anderen Ansatz nehme mit einer weiteren Software, die Jesper auch geschrieben hat. Also, worum geht's? Typischerweise. Was heißt typischerweise für die allermeisten Projekte? Bisher war es so, Buch scannen, dann wird das Projekt aufgesetzt, das heißt Seiten hochladen, Benutzer beobachten, im DES wird das dann erfasst und dann geht das schlussendlich in die SQL-Datenbank, wo es dann durchsucht werden kann und wo das Projekt dann sozusagen gespeichert wird. Also das ist alles komplett manuell gewesen oder ist immer auch komplett manuell. Die Idee mit Transkribus ist nun, dass man sozusagen die Maschine hinein
bringt in diesen Arbeitsschritt. Und tatsächlich sind es zwei weitere Arbeitsschritte, aber insgesamt ist dabei weniger Arbeit. Also nachdem die Scans gemacht sind, gehen die sozusagen nach Transkribus. Und Horst hat eben schon Transkribus sehr schön vorgestellt. Ich werde es gleich zeigen. Nach Transkribus exportiere ich den erkannten Text. Und das wird dann lokal nochmal weiter bearbeitet. Das ist auch ein hauptsächlich manueller Schritt. Da ist viel Programmieren dabei. Man kann jetzt überlegen, ist das jetzt, also ist jedenfalls nicht rein menschlich, aber es ist irgendwo dazwischen. Und dann geht das Projekt, die Projektdaten gehen wieder ins Test. Aber es sind nicht nur die Scans diesmal dabei, sondern auch die bereits erkannten Daten. Also aus Transkribus kommt sozusagen der Text. Und durch diesen Arbeitsschritt hier, wo Python steht, also Programmiersprache, in diesem Schritt werden die Textbausteine zu Feldern aufgespalten. Was ist der Vorname, was ist der Nachname, Geburtsdatum, solche Dinge. Und das geht dann in eine große Liste und diese Liste wird dann hochgeladen. Momentan ist es so, dass alles an Jesper geht und der lädt es direkt in die Datenbank hinein und anschließend wird das Projekt dann freigeschaltet. Und jetzt darauf achten, hier hinten, es geht also nicht mehr um die reine Erfassung anschließend, sondern um, man kann schon sagen, Korrekturlesen. Die Einträge sind ja schon da. Es wird immer noch Fehler geben. Transkribus ist nicht perfekt. Die Aufspaltung ist nicht perfekt. Und es gibt auch immer mal so Unregelmäßigkeiten, Kommentare, sonstiges und Nachname fehlt, sowas, was der Mensch gut erkennen kann. Die Maschine hat damit Schwierigkeiten und deswegen ist dann dieser letzte Schritt hier, der ist dann statt Erfassen ist es dann Korrekturlesen. So, also zwei weitere Arbeitsschritte. Dafür gibt es insgesamt weniger Arbeit. Also insbesondere die Erfasser haben weniger zu tun. Dafür diejenigen, die das Projekt aussetzen, haben bedeutend mehr zu tun. Gut, ich werde jetzt mal zu Transkribus wechseln. Manche kennen das möglicherweise schon. Man beginnt letztlich damit, ein Projekt hier hochzuladen. Erstmal muss man sich anmelden, ist klar. Zweitens, ich benutze immer noch diese Software hier, den Client, weil noch nicht alles möglich ist über die App im Browser, also die Browserseite, was hier möglich ist. Komme ich gleich nochmal zu. Also, nachdem Sie also angemeldet haben, was brauchen Sie noch? Sie brauchen Geld, weil die Texterkennung, die kostet. Transkribus ist ja, wie Horst eben sagte, eine gemeinnützige GmbH mittlerweile und ja, Server müssen betrieben werden und so weiter. Von daher brauchen Sie auch Geld. Und dann brauchen Sie drittens die Scans und die müssen Sie dann hochladen. Ich habe jetzt schon mal was vorbereitet. Normalerweise würde man dann hier einen Ordner auswählen. Es kann verschiedenes sein. Es kann eine einzelne PDF sein. Es kann einzelne Bilddateien sein. Es kann mehrere PDF sein, wo immer nur ein Bild ist. Transkribus ist da sehr flexibel. Also ich werde es ja, wie gesagt, nicht hochladen, weil das dauert ein bisschen. Diese Dateien gehen dann auf den Server von Transkribus, was also den Vorteil hat, dass mehrere gleichzeitig daran arbeiten können. Passiert bei uns auch. Also ich arbeite mit Hilfswissenschaftlern zum Beispiel dran. Bei mir ist jetzt alles Englisch. Ich weiß gar nicht, ob das der Standard ist, aber ich denke, wir kommen trotzdem damit gut zurecht. Hier ist jetzt beispielsweise der nächste Jahrgang in Vorbereitung für das Projekt Hochschulschriften. Welcher Jahrgang ist das jetzt überhaupt? 1906, 1907. Wer das Projekt noch nicht kennt, das sind Kataloge von neuen Dissertationen aus allen deutschen Universitäten. Später kommen auch technische Universitäten dazu, aber momentan sind es nur normale Universitäten. Und da steht dann nicht nur dabei, wer den Doktor erhalten hat, welches Thema und wo die Dissertation publiziert wurde, sondern beispielsweise auch Geburtsdatum, Wohnort, Staatsangehörigkeit. Einige andere Dinge, die aus dem Lebenslauf vorhergehen, aus der Vita, die in der Dissertation drinstehen, wie zum Beispiel, wo vorher zur Schule gegangen, wo vorher studiert. Bei Ärzten steht auch Approbation dabei. Ja, also solche Dinge sind sicherlich auch für einen Forscher sehr interessant. Die Aufgabe von Transkribus ist also nun, hier diesen Text zu erkennen. Transkribus ist ja hauptsächlich gemacht für Handschriften. Daher wird es. Für Transkribus ist gedruckte Schrift eigentlich ein leichtes. Man könnte fast sagen, ist mit Kanonen auf Spatzen schießen. Man könnte letztlich auch, was weiß ich, eine leichter zu bedienende Software oder eine andere Software für Texterkennung geben. Aber es gibt noch eine zweite Aufgabe, die Transkribus hier hat. Und das ist die Segmentierung. Also Sie sehen ja hier, das sind alles verschiedene Einträge. Hier Behrens, Franz, Blim, Nikolai, Bloch, Sora, Sarah.
Burnoff, Theodor und so weiter. Das sind alles verschiedene Einträge. Und ich will auch, dass als verschiedene Einträge ausgegeben wird. Und dafür hat Transkribus auch ein Modell zur Segmentierung. Wie würde man als nächstes vorgehen? Als nächstes muss man sich letztlich also ein Modell aussuchen, was speziell für diese Art Text, für diese Art Sprache auch gemacht ist. Es gibt viele verschiedene Modelle. Wie gesagt, die meisten sind eher für Handschriften. Ich habe jetzt standardmäßig ein Modell von Transkribus, einfach weil da die Segmentierung dabei ist. Auf ein anderes Projekt später, da ist das nicht so, da brauchen wir die Segmentierung nicht. Da können wir dann ganz andere Modelle nehmen. Also ich habe jetzt hier unter dem Bereich Text Recognition Transkribus OCR für Texterkennung. Segmentierung ist dabei. Und dann wähle ich diese Seite aus. Und dann startet das. Hier wird angekündigt, wie viel es kostet. Das kostet die interne Währung bei Transkribus heißt Credits. Ich weiß nicht, wie viel ich habe, aber diese Seite würde jetzt 0,2 Credits noch kosten. Und im Hintergrund läuft dann der Server von Transkribus und versucht diesen Text anhand der Bilder zu erkennen. Also das ist letztlich alles angewandtes maschinelles Lernen, weil diese Sprachmodelle vorher schon erkannt haben, ah, das ist hier dieser Tintenblock. Mir wurde gesagt, dass dieser Tintenblock sonst immer ein B ist, also der sieht ganz ähnlich aus, darum ist es auch jetzt ein B. Also so geht die Maschine letztlich fort. Die hat also an den vorherigen Tintenblöcken, wo echte Menschen gesagt haben, was für Buchstaben das sind, hat Transkribus also diese Muster wiedererkannt und wendet das jetzt an. So, das dauert jetzt vielleicht ein bisschen. Für das ganze Dokument, glaube ich, muss man schon so ein paar Stunden warten. Aber jetzt hier wird mir gesagt, die Seite hat sich verändert. Also jetzt können wir die Seite neu laden und jetzt sehen wir hier die Texterkennung. Ich nehme ein bisschen mehr rein. Hier unten sieht man dann die einzelnen Linien, die erkannten Zeilen. Also das ist die oberste Zeile. Hier unten wird blau gefärbt. Die zweite Zeile, Behrens Franz Hildesheim, zurzeit einjährig freiwilliger Arzt und so weiter. Also wenn Sie jetzt das schnell vergleichen, dann sehen Sie, ist eigentlich sehr gut erkannt worden. Also ich erkenne jetzt hier spontan keinen Tippfehler. Auch die Satzzeichen wurden gut erkannt und so weiter. Man kann den Text jetzt hier zum Beispiel auch bearbeiten. Wenn man sagt, okay, hier sind Tippfehler drin, dann könnte man jetzt hier, was weiß ich, etwas korrigieren. Zum Beispiel hier, sehen Sie, da würde ich das korrigieren und dann wird das so später gespeichert. Man könnte auch weitergehen und sagen wir mal ein paar Seiten nehmen, erkennen lassen, selber aufschreiben, was es sein soll. Also man sagt dann Transkribus, wie es sein soll und lässt dann Transkribus speziell darauf lernen. Aber wie gesagt, für gedruckte Seiten, also bei mir war das überhaupt nicht nötig, deswegen habe ich mich damit auch gar nicht weiter befasst. Also wir gehen jetzt davon aus, der Text ist also gut erkannt worden. Jetzt geht es mehr an die Einträge. Jetzt sehen Sie hier, also ich klicke jetzt mal hier in diesem weißen Bereich, der grün umrandet ist. Also hier sehen Sie die grüne Linie. Die grüne Linie ist ein Block. Das sind jetzt aber in der Realität drei Einträge. Und deswegen schätze ich hier Transkribus speziell jetzt bei dem Projekt Hochschulschriften, weil ich jetzt die Segmentierung hier manuell korrigieren kann. Das machen wir tatsächlich auch am laufenden Band. Ich würde jetzt hier diese Schere nehmen und hier einfach die Segmentierung, ich sag mal, manuell korrigieren. Und dann habe ich hier eins, zwei, drei Einträge. Hier ist der nächste, also hier wurde es von selber erkannt. Hier wiederum hat es nicht funktioniert. Und hier würde ich das jetzt wieder so machen. Also, falls Sie das später auch mal vorhaben, irgendwann, ist es wichtig, so knapp wie möglich über dem unteren Eintrag zu machen. Allerdings nicht zu sehr dran. Wenn Sie nämlich sozusagen in diese oberste Kante Zeile reinschneiden, dann kann es sein, dass die in den vorherigen Eintrag reinrutscht. Aber es ist trotzdem wichtig, so nah wie möglich dran zu sein, weil am Ende lässt man sich von Transkribus auch die Koordinaten geben, also die Koordinaten speziell von dem Punkt links oben, weil diese Koordinate wird dann später auch korrespondieren zu dem, was im Desk zu sehen ist. Also wenn wir das dann hier exportiert haben und dann die Felder aufgeteilt haben, dann geht der Text zusammen mit den Koordinaten und der Seite, auf dem es sein soll, so direkt in die Datenbank, wo Jasper Tedler sie dann hochlädt, sodass dann also die Einträge zum Korrekturlesen schon an der richtigen Stelle sind. Okay, also jetzt ist hier alles fertig. Jetzt können wir hier oben auswählen, dass sie fertig ist, damit es dann später exportiert, zum Export ausgewählt werden kann oder man dann zur nächsten Seite gehen kann. Man könnte jetzt hier beispielsweise im Layout-Bereich auch manuell noch Zeilen verschieben, falls es komplett
Also verrutscht jetzt, das passiert manchmal, wie gesagt, dass die erste Zeile des nächsten Eintrags die letzte Zeile vom vorherigen Eintrag ist und da kann man hingehen und die mit den Pfeiltasten da oben und unten verschieben. Also soweit so gut. Alles, was ich bisher gezeigt habe, kann man auch in der App machen. Da sieht das viel schöner aus, also in der Browser-Version. Aber eine Sache, die kann man nicht, und das ist beispielsweise, wenn Sie den ganzen Text löschen wollen. Also eigentlich sind zwei Sachen, die für uns relevant sind. Das eine ist, wenn man die ganze Seite löschen will. Wir haben ab und zu mal Seiten, die keine Einträge sind, Titelseite beispielsweise, und dann nutzt man hier das Kreuz, um alles zu löschen. Das geht momentan in der App noch nicht. Und das Zweite ist aber viel wichtiger, und das ist der Export. Also jetzt nehmen wir an, wir haben jetzt hier alle Seiten, die hier gelistet sind, haben wir jetzt bearbeitet, Text gut erkannt. Jetzt wollen wir das exportieren. Für den Export gibt es mehrere Optionen. Zunächst mal braucht man auch die Bilder. Die Bilder kommen, wenn man als Exportformat transkribus Dokumenten. Dann werden die auch mitgeschickt. Möglicherweise hat man die schon. Die Bilder müssen jedenfalls separat auf den File-Server hochgeladen werden. Aber das ist ja nichts anderes als bisher schon. Und da muss man sich aber auch den Text ausgeben lassen. Da gibt es verschiedene Formate. Ich habe jetzt gar nicht mit so viel herumgespielt. Ich habe einfach ein XML-Format genommen, und zwar das hier, aber letztlich das Wurscht. Hauptsache man hat immer das Gleiche. Später, wenn ich den zweiten Ansatz nehme für die Software, der Jesper auch geschrieben hat, dann brauchen wir ein anderes Format. Aber ich habe jetzt immer dieses Format gewählt, die Variante 2. Ich weiß nicht, warum ich genau damit angefangen habe. Wichtig ist nur, dass man die Koordinaten der grünen Box nimmt, das heißt Bounding Box. So, dann wird das per E-Mail geschickt. Das dauert auch ein paar Augenblicke. Machen wir jetzt nicht, aber ich habe ja schon was vorbereitet. Und zwar, wenn die dann ankommen, dann sieht das so aus. Also das ist eine XML-Datei. Man muss die nur ein bisschen verstehen, wenn man das auch dann programmieren will. Ansonsten ist das, als Anwender ist das nicht so wild. Hier sehen Sie also die Koordinaten von jeder einzelnen Box. Also das ist die erste Seite hier. Woran kann man das erkennen? Das kann man erkennen, weil hier Faksimile 2 steht. Hier ist dann Faksimile 3 und so weiter. Und das sind alles die Koordinaten. Und ich weiß jetzt nicht, welche am Ende, Upper Left X, Upper Left, ja genau. Diese beiden sind dann am Ende relevant. Also das ist die Ecke links oben. Und falls man dann weiter programmiert, das ist die interne ID von dieser Box. Und der Text findet sich weiter unten. Ich springe mal kurz zu der Stelle. Die findet sich dann hier. Okay, ausgerechnet diese Zeile brauchen wir nicht. Wir nehmen die nächste. Hier ist jetzt jede Zeile einzeln, was wir vorher hatten. Na gut, das ist jetzt ein anderer Jahrgang, deswegen kann ich das Original nicht zeigen, aber der Text ist ja immer gleich. Also hier ist die erste Zeile, hier ist die zweite Zeile, dritte, vierte, fünfte und so weiter. Wurde auch sehr gut erkannt. Wie geht es jetzt bei mir weiter in dem Projekt Hochschulschriften, was ich ja seit 2021 mache? Ich nehme jetzt diese Seite oder diese XML-Datei und versuche sie aufzuspalten. Also momentan mache ich das, sagen wir mal, regelbasiert. Also da ist kein maschinelles Lernen dabei. Es ist regelbasiert. Also ich suche sozusagen, wo ist hier ein Trennzeichen? Also erste Zeile, da ist eigentlich immer der Nachname. Man muss also gewisse Regelmäßigkeiten ausnutzen. Der Nachname, nach dem Nachnamen kommt der Komma, dann kommt Vorname. Möglicherweise kommt Zusatzname, möglicherweise kommt der akademische Grad und so weiter. Aber spätestens nach dem Doppelpunkt kommt dann der Titel. Also man muss sich dann da ein bisschen hereinfuchsen. Was kann man sozusagen ausnutzen? Das Format hat sich bei uns historisch, also in den letzten Jahren, immer wieder mal geändert. Deswegen musste man dann immer wieder nacharbeiten bei diesem Skript. Und das Skript habe ich in Python geschrieben. Das sieht also so aus, aber gut. Falls jemand Python versteht, wäre es sowieso sehr gut, das zu wissen, sage ich mal. Weil dieses Wissen kann man dann auch in den Dienst von Comkin stellen, eventuell. So, was passiert anschließend damit? Dieses Skript gibt dann eine Datei aus, die ich dann hochlade. Ich will die mal zeigen, wie es dann am Ende aussieht. Also eine einfache Tabelle. Ist wirklich nichts Besonderes. Moment. Der Seitenname muss am Ende, also dem Dateinamen entsprechen. Also den Dateinamen, wie er auch in der Seitenliste steht, die Sie auch hochladen müssen. Also der Seitenname muss nicht unbedingt derselbe sein wie der Dateiname. Das nicht, dass ich jetzt Verwirrung stifte, aber es gibt den Seitenname und den Dateiname. Dateiname ist, wie es auf dem Genealogy-File-Server heißt, und die Seitenname für die interne Zuordnung. Dann die XY-Koordinaten, und dann ist es wichtig, dass Sie hier oben als Spaltennamen exakt die Namen haben, die auch im Desk-Projekt angelegt sind.
da heißt es immer Last Name, First Name. Und danach, die Felder sind letztlich immer frei gewählt. Also da falls ihr andere Projektbetreuer seid, die werden das wissen. Fast alle anderen Felder kann man dann frei wählen. Also ich habe jetzt Beispiel Beruf, den Titel der Dissertation, Publikationsangaben, die Seitenzahl, weitere Dinge. Hier ist Geburtsdatum, Geburtsort. Also diese Liste hat dann auch dieselbe Reihenfolge und dieselben Spaltennamen. Und das geht dann so an Jesper. Also dem schicke ich das dann immer, der, glaube ich, intern ein kleines Skript hat, um diese Datei auszulesen, damit das in die SQL-Datenbank geht. Okay, und dann werde ich jetzt mal zeigen, wie das aussieht. Nämlich so. Also, wir haben jetzt jede Menge orangene Einträge. Und diese orangen Einträge, die kommen jetzt genauso aus der Datei, die ich dem Jesper geschickt habe. Und die Erfasser gehen jetzt also hin und schauen sich diese Felder an und machen dann manchmal Korrekturen. In dem Fall zum Beispiel hier Krefeldensis ist eigentlich die Herkunft. Was ist hier noch falsch? Also hier sollte zum Beispiel ein großes J sein. Das hier sollte 8 Grad heißen. Das ist das der Seitenformat. Hier muss es Februar heißen. Ja, und solche Dinge weiter. Ist jetzt nicht ganz fertig geworden, aber spielt keine Rolle. Also Sie sehen jetzt hier, dass der Text hauptsächlich also schon da ist. Ist nicht immer ganz korrekt, aber sehr häufig. Und das nimmt also enorm viel Arbeit ab. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange man hier für einen Eintrag bräuchte, wenn man es abtippen würde, vielleicht eine Minute, vielleicht ein bisschen mehr. Und dann kommen ja trotzdem Fehler rein. In diesem Fall ist es so, der Text ist schon da. Korrektur lesen. Nach einer Weile weiß man ja auch, wo die typischen Fehler sind. Und dann kann man wirklich viel Zeit sparen. Ja, das ist also das erste Projekt, Projekt Hochschulschriften. Falls es jetzt Fragen gibt zu diesem Aufbau auch schon Transkribus, können wir uns dem jetzt schon zuwenden. Ansonsten würde ich gleich zur Demonstration von dem zweiten Projekt schreiten. Ja, ich habe eine Frage. Martin Lenter, mein Name. Hallo. Gehen die Informationen aus diesem Arbeitsschritt, wenn man sie korrigiert, denn dann auch wieder zurück zu Transkribus oder ist das eventuell nicht notwendig? So tief bin ich jetzt nicht drin. Das geht nicht zurück an Transkribus, nein. Also Transkribus und OCR, Transkribus und DES, die wissen nichts voneinander. Also es ist nicht so, dass Transkribus daraus lernt. Das kann man vielleicht irgendwann mal machen, aber ist momentan ist das nicht sozusagen verbunden. Also also der Mensch ist die Schnittstelle zwischen Transkribus und DES und diese Daten bleiben dann hier im DES. Okay, Dankeschön. Gut. Also das ist also der Arbeitsaufbau, wie ich ihn seit 2021 praktiziere. Wie gesagt, hauptsächlich verlagert sich der Arbeit zu demjenigen, der das Projekt aussetzt. Dafür haben aber alle, die das erfassen, haben dann viel weniger Arbeit. So, jetzt ist aber die Frage, kann man diesen Arbeitsschritt hier, wo also computergestützt manuell segmentiert wird, kann man den nicht noch auch maschinell machen lassen. Und dazu hat Jesper vor 2 Jahren auch ein Programm geschrieben, das aber bisher noch nicht genutzt wurde. Oder ich glaube, es wurde einmal genutzt, aber nur von ihm. Also ich glaube, ich bin erst der zweite Anwender. Und dieses Programm hat er in Java geschrieben, das heißt OCR for DES, also mit einer 4 dazwischen. Und das werde ich jetzt demonstrieren, ein Projekt, was demnächst sicherlich irgendwann startet. Das ist die österreich-ungarischen Verlustlisten. Auch diese kommen erstmal in Transkribus. Vielleicht soll ich das gleich zeigen. Moment, hier. Sehr gut. Also, das ist ein anderes Projekt. Das hat die Ingrid gestartet. Gehen wir mal in die Seiten rein. Ja, die erste Seite ist nicht repräsentativ. Hier, das ist gut. So, also ganz ähnlich wie zu dem Flaggschiff-Projekt der Verlustlisten des Deutschen Reiches. Hier die Gefangenenlisten von Soldaten der österreich-ungarischen Armeen, wo hier die Aufgabe auch ist, diesen riesigen Boost an Text vorzubereiten und in das DES zu speisen. Sie sehen jetzt also, hier sind viele, viele Einträge. Vorher hatten wir, sagen wir mal, 4 bis 10 Einträge auf einer Seite. Pro Eintrag recht viel Text, hier ist jetzt anders. Hier hat man wenig Text pro Eintrag, aber dafür sehr viele. Und was also überhaupt nicht machbar gewesen wäre, ist, diese Einträge alle zu segmentieren. Also wenn wir hier auf den grünen Bereich klicken, für Transkribus ist das hier alles ein Block. Ja? Also das aufzuspalten manuell wäre schon mal nicht möglich gewesen. Dann spart man, glaube ich, keine Zeit, überhaupt nicht, kein bisschen.
Jetzt abgesehen davon, dass man die Trennung hier zwischen den erkannten Wörtern gar nicht so leicht hinbekommt. Also was haben wir jetzt hier gemacht? Der Jasper hat da, wie gesagt, ein Programm geschrieben, das ich dann nutze. Man hätte auch versuchen können, gewisse Regelmäßigkeiten von Zeile zu Zeile auszunutzen. Also diese Einträge sind ja alphabetisch sortiert. Man hat eine Zeile, sagen wir mal hier oben. Wer ist denn das? Berger, Franz Berger. Ob dann das erste Wort der nächsten Zeile alphabetisch danach kommt, also unmittelbar, oder nicht. Und wenn nicht, dann gehört es wohl zu dem Eintrag. Falls es alphabetisch in Reihe kommt, ist der nächste Eintrag. Also man hätte versuchen können, auch das auszunutzen. Aber es geht ein bisschen leichter mit diesem Java-Programm. Allerdings ist das Java-Programm, sagen wir mal, noch nicht massentauglich. Man musste noch ein bisschen im Quellcode rumfummeln, um das anzuwenden. Und das werde ich jetzt kurz demonstrieren. Aber ich vermute mal, dass in Zukunft ein bisschen mehr Entwicklungsarbeit da hineinfließt von Seiten Jesper und anderen, die Java können, sodass das dann also auch leichter genutzt werden kann, auch von Leuten, die keine Programmiererfahrung haben. Also diese Datei muss dann auch wieder exportiert werden, nachdem der Text erkannt wurde. Diesmal allerdings als Alto-Version. Das ist auch eine spezielle XML-Datei, die werde ich kurz zeigen. Die kommt, wie gesagt, auch per E-Mail und die sehen dann so aus. Also hier ist beispielsweise eine Textzeile. Das alles ist eine Zeile. Hier sind viele Daten dabei. Ich glaube, also ich persönlich brauche sie nicht. Ich glaube auch nicht, dass das Projekt sie braucht. Der wichtige Teil ist jedenfalls hier, das ist ein sogenannter Tag im Tag Content. Berger August aus Bodesdorf, gestorben in Nichtserbien. Und hier unten geht es weiter. Das ist also die nächste Zeile. Und hier ist dann der nächste Eintrag. Und dieses Programm findet jetzt hier diese Einträge und versucht sie auch zuzuordnen einander. Man muss dann allerdings vorher, also das ist jetzt wirklich komplett angewandtes Maschinenlernen, aber auch mit dem Schritt, dass man es selber anlernen muss. Das Programm muss ja irgendwie wissen, was ist jetzt ein Nachname, was ist ein Vorname, was ist, sagen wir mal, jetzt ein Heimatdorf, was bedeuten diese Ziffern hier, ist das Sterbedatum, ist das Gefangennahmedatum, ist das Entlassungsdatum, solche Dinge. Und dafür müssen Sie, so wie momentan, als Quellcode müssen Sie eine Trainingsdatei schreiben. Und die haben wir hier schon mal vorbereitet. Das würde dann so aussehen. Jede Zeile ist ein Eintrag, ein echter Eintrag, inklusive auch Tippfehler, wie sie beispielsweise bei Transkribus vorkommen können. Also was zum Beispiel häufig ist bei Transkribus, ist, dass es nicht das E nicht von einem U unterscheiden kann. Und dann steht hier nicht interniert, sondern intoniert. Also man nimmt sozusagen echte Einträge, idealerweise zufällig so von jeder Seite ein oder so, dass man am Ende auf etwa 250 kommt. Ich denke, das ist eine gute Zahl. Allgemein gilt beim Maschinenlernen, je mehr, desto besser. Aber irgendwann kann man trotzdem aufhören, wenn es gut genug ist. Dann hat man also diese Einträge und dann müssen die getaggt werden. Also taggen heißt, dass man mit Hilfe dieser eckigen Klammern hier, dieser dreieckigen Klammern, angibt, um was für eine Art Eintrag es sich handelt. Also hier Axmann ist der Nachname, Hermann ist der Vorname, 36 Jahre sind Alter, Linieninfanterieregiment Nummer 24 ist das Regiment, Gefangenname, wo interniert. So, alle diese Felder, die dann auch in dem DES-Projekt angewandt werden sollen, die müssen dann hier vorkommen. Idealerweise auch mit denselben Namen. Falls nicht, kann man das ändern später, aber idealerweise mit denselben Namen. Da verwirrt man sich nicht selbst. Und anschließend startet man dieses Programm. Das ist also Java-basiert. Das heißt, man muss es erst selber auf seinem Computer kompilieren. Das ist nicht eine richtige Installation. Sie können sich das einfach bei GitLab laden. Und dann müssen Sie ein paar Stellschrauben was drehen. Und anschließend wird das kompiliert. Nachdem es kompiliert ist, können Sie es ausführen. Und ich empfehle, dass jedes Mal, also nachdem Sie dann Trainingsdaten ein bisschen verändert haben, erweitert haben, dass Sie das Modell löschen. Ich hätte vielleicht echt gelernt, was passiert. Also Folgendes passiert. Das Programm geht dann also durch diese Seiten durch und lernt dann gewisse Regelmäßigkeiten, aber viel mehr als nur Zeichen oder was für eine Art Buchstaben kommen hier vor. Es guckt links und rechts von dem Tag, was kommt vorher. Das ist beispielsweise, also lernt, dass ein Datum
sieht eigentlich immer gleich aus. Aber egal, ob jetzt Gefangennahme ist oder Sterbedatum, es ist immer gleich, nicht wahr? Aber dieses Programm guckt auch davor und dann, wenn da steht Kriegsgefangenen, dann weiß es also, okay, das ist halt was anderes, als wenn da steht interniert. Und es ist was anderes, als wenn da steht gestorben. Aber diese Dinge, was wichtig ist, was nicht, lernt das Programm selbst. Also das ist also die Idee von Maschinen. Also nicht ich als Programmierer sage, das sind die Regelmäßigkeiten, bitte so und so ausnutzen, sondern die Software lernt es selbst. Und dieses Gelernte geht dann in diese Datei, gefangen.modell, gefangen einfach, weil das sozusagen der Codename, sage ich mal, von dem Projekt. Und in dieser Datei sind dann alle Informationen, das sind letztlich Gewichte, die dann angewandt werden können. Also die ausgenutzten Muster. Nachdem Sie die Trainingsdaten aktualisiert haben, wollen Sie, dass das Modell neu gelernt wird, dann müssen Sie das eigentlich mal nur löschen. Und dann exekutiere ich das hier. Das ist ein Terminal hier, wo man direkt Skripte ausführt. Jetzt gucken wir zu, was hier alles so passiert. So, jetzt ist fertig. Gehen wir mal kurz nach oben. Das ist also hier schöner Output. So, also Programmierer lieben es allgemein, wenn hier was passiert, weil dann wissen sie, okay, es läuft. Also im ersten Teil lernt das Programm und vergleicht sich selbst anhand einer Testdatei. Die Testdatei müssen Sie auch schreiben, hat aber dasselbe Format wie die Trainingsdatei. Also es lernt daraus und versucht dann, die Einträge in der Testdatei vorherzusagen und vergleicht sich dann mit der Realität. Auch da gilt, je mehr, desto besser, aber allgemein weniger als Trainingsdatei. Jetzt kommt hier unten, jetzt kommen hier mehrere Einträge, wo es festgestellt hat, dass es sich geirrt hat. Für Sie als Projektbetreuer ist es dann eine relevante Information, weil Sie dann sehen können, okay, also hier, das kann das Programm also noch nicht. Und da müsste man dann sozusagen nacharbeiten im Sinne von weitere Trainingsdaten geben. Also das ist so, wie wenn Sie Trainer sind von einem Sportler für Zehnkampf, verschiedene Disziplinen und Sie sehen, fantastisch im Diskuswurf, aber sehr schlecht im Hochsprung, dann müssen Sie also sagen, okay, mehr Hochsprung lernen, mehr Beintraining. Letztlich ist das hier genauso. Also oben sehen Sie den Soll, also das ist die Wahrheit, die Realität. Und unten ist das, was es vorhergesagt hat. Jetzt gucken wir mal, wo es sich geirrt hat. Es hat sich jetzt zum Beispiel geirrt, ob jetzt Evakuationsspital Nummer 15, Kaserne und so weiter in Moskau, hat sich also geirrt dass, und gedacht, das ist der Sterbeort und nicht der Internierungsort. Also hier müsste man dann noch mehr, das ist auch besonders schwer, muss ich sagen, jetzt den Ort zu unterscheiden, weil es sich wirklich nur darum unterscheidet, ob was davor steht, ob es da steht interniert. Oder ob da steht gestorben oder ob da steht Gefangener. Aber solche Dinge mehr muss man dann da herauslesen. Ganz je nach Projekt. So, dann gehen wir weiter runter. Hier wird das Ganze dann angewandt. Und hier wird durch jeden einzelnen Eintrag durchgegangen. Und hier werden auch manchmal Fehler ausgespuckt. Beispielsweise hier. Also hier steht beispielsweise, dass diese Zeile nicht zur vorherigen Zeile herangeführt wurde. Also wir als Menschen sehen jetzt, das ist der zweite Teil eines Eintrags. Hat aber nicht funktioniert, das zu erkennen. Moment, ich glaube, ich irre mich. Ich glaube, es ist der erste Eintrag, aber weil der erste Buchstabe klein ist, wahrscheinlich erkennt das Programm nicht, dass es ein Eintrag ist. Also da haben Sie sozusagen einen Fehler, der aus Transkribus weitergereicht wird. Dann gehen wir mal weiter. Ja, hier hat es nicht funktioniert, diesen Eintrag, der, also diesmal bin ich sicher, dass es die zweite Zeile ist, dass die nicht an die erste Zeile sozusagen rangemerged wurden. Ja, und weitere Dinge mehr. Also auch da muss man dann schauen, wo fehlt dem Programm letztlich Kompetenz? Und da müsste man zum Beispiel mehr Einträge geben, die mehrzeilig sind. So, und am Ende wird dann in diesen Ordner das Resultat gespeichert, und zwar auch als einfache CSV-Datei. Ich habe die hier schon mal geöffnet. Mal kurz neu laden. So, und hier haben wir jetzt eine Liste mit 16.000 Einträgen, die wir in weniger als einer Minute erstellt haben. Da zeige ich also die Stärke von maschinellem Lernen. Es ist nicht unbedingt besser, aber es ist definitiv schneller, also viel schneller. Vielleicht wird es irgendwann auch besser, wenn es genug trainiert wurde und genug gelernt hat. Aber natürlich auch nur in diesem speziellen Arbeit. Ja, also in diesen speziellen Aufgaben hat es dann übermenschliche Fähigkeiten. Alles andere ist aber natürlich zu dumm. Also man muss es jedes Mal neu trainieren. So, schauen wir mal an.
Nachname, ich würde sagen, das ist nahezu perfekt. Auch Vorname wurde immer schön getrennt. Man könnte jetzt hier durchschauen. Ah, hier war, glaube ich. Ah, hier könnte sein, dass ein Fehler ist. Man müsste dann hier reingucken, ob dieser Person wirklich keinen Vornamen hatte in dem Eintrag. Hier ist, glaube ich, auch was falsch gegangen. Ja, und so weiter. Konfession wurde auch gut erkannt. Das Fragezeichen bedeutet, kommt nicht vor, aber die Software ist sich vielleicht gar nicht sicher, dass sie nicht vorkommt. Da müsste man da manchmal nachgucken. Aber allgemein würde ich sagen, da Sie die Einträge ja kennen, kann man sagen, kommt gar nicht immer vor. Also hier hat die Software wahrscheinlich immer recht. Auch das Alter sieht ganz gut aus. Heimatort ist natürlich schwierig, weil es gar nicht so häufig vorkommt. Also hier, ich glaube, John de Marie ist natürlich kein Eintrag, kein Ort, sondern das sollte eher der Rang sein. Auch Grenzwache, und so weiter. Auch der Rang, ja, müsste man durchschauen, Regiment. Schwieriger wird es, glaube ich, eher bei der Unterscheidung von Internierungsort, also das, was wir jetzt angegeben haben, Gefangenenort, Internierungsort, weil sich das ja nur anhand der Wörter entscheidet, die davor kommen. Aber ansonsten auch das Datum der Gefangennahme hat meistens funktioniert hier zum Beispiel nicht, aber sonst sehen wir hier immer ganz gute Ergebnisse. Und wenn Sie dann irgendwann zufrieden sind mit diesen Ergebnissen, dann würden Sie diese Datei an Jesper schicken. Zeitgleich mit der Seitenliste. Also das ist diese ODS-Datei, wo angegeben wird Seitenname, Dateiname. Der Seitenname sollte dann derselbe sein wie hier vorne. Also das können Sie natürlich noch nacharbeiten. Sie können eigentlich letztlich auch hier drin rumfummeln. Das ist eigentlich auch kein Problem. Wenn Sie also feststellen, ah, das sollte was ganz anderes sein, kann man es auch noch korrigieren. Aber letztlich geht es ja darum, dass man das dann auf der Quelle korrigiert, also indes. Also schauen wir mal die letzte Zeile. Die brauchen Sie nicht, die können Sie eigentlich auch immer löschen. Also die wird nicht weitergereicht. Und ja, ich denke, damit komme ich an an Schluss. Zum Schluss noch. Meiner Erfahrung nach, welche Art Dokumente eignen sich für die Arbeit hier? Also Sie haben ja gesehen, es gibt relativ viel Aufsetzungskosten. Also es dauert eine Weile, das aufzusetzen. Ne? Sie müssen das in Transkribus haben. Dann sind da reale Kosten, weil Sie die Seiten erkennen lassen. Also die Texterkennung. Gegebenenfalls Segmentierung, je nachdem, was Sie haben. Segmentierung oder nochmal andere Arbeitsschritte. Das dauert letztlich. Und da muss man sich überlegen, lohnt sich das? Und ich persönlich denke, bei kleinen Projekten, bei kurzen Adressbüchern beispielsweise, lohnt sich das nicht. Es wird auch schwierig, wenn die Projekte nicht eine gewisse Regelmäßigkeit haben in den Einträgen. Also Fließtexte werden, glaube ich, sehr schwer. Müsste man ausprobieren, aber vom Bauchgefühl her würde ich sagen, sind wir noch nicht so weit. Schwierig, glaube ich, ist auch, wenn es Unterbrechungen im Textfluss gibt. Also was meine ich damit? Die Seiten, die ich jetzt gezeigt habe, die sind nur Text. Ja, ist also wirklich ganz sauber. Bei Adressbüchern haben sie ab und zu mal Werbung. Dann ist da eine Reklame, halbe Seite, Viertelseite oder nach einem Eintrag kommt man in den Kasten. Das von dem Rest zu unterscheiden, wird für die Maschine auch schwer. Also auch da braucht man Regelmäßigkeit. Man braucht nicht nur Regelmäßigkeit innerhalb der Einträge, sondern am besten auch Regelmäßigkeit auf der Seite. Und damit schließe ich. Wenn es jetzt Fragen gibt, stehe ich natürlich gerne noch für Fragen zur Verfügung. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, dass Sie ein bisschen Einblick bekommen haben in die Arbeit mit Transkribus. Fange ich einfach mal an. Der Gedanke, der bei der ersten Frage, die wir hier hatten, geäußert wurde, ist eigentlich ja nicht so doof. Kann Was war die erste man, Frage? ob der zurückgeschrieben wird nach Transkribus? Ach so, ja. Und den Gedanken finde ich ja nicht mal so dumm. Also wenn wir bestimmte Korrekturmaßnahmen haben, dann sollte das Programm eben auch immer daraus lernen. Da die jetzt voneinander getrennt sind, erfährt die eine Software von der anderen nichts. Und das sollte man einfach abfragen, ob das Sinn macht, ob das möglich ist, wie auch immer. Also dazu hatte ich in Kleve die Gelegenheit genutzt und mit dem Mann von Transkribus gesprochen, dass es gut wäre, wenn wir da eine Kooperation zustande bekommen, aber so weit sind wir noch nicht. Da kann ich kurz beantworten. Also die Idee, ich würde sagen, das lohnt sich auch gar nicht immer, das zurück in Transkribus zu speisen. Also die Projekte sind ja irgendwann zu Ende.
Und man braucht Ah. kein perfektes Modell. Ich weiß nicht, wie viele Seiten die österreich-ungarischen Liste haben. Sagen wir mal, wenn man mehrere tausend Seiten hat, lohnt sich das. Aber wenn es weniger sind, dann vielleicht nicht. Also man braucht kein perfektes Modell. Der Hauptarbeit ist ja auch nicht Transkribus mittlerweile, sondern eben die Unterscheidung, was sind die Felder. Und damit kann Transkribus beispielsweise nichts anfangen. Also gerade bei den österreich-ungarischen Verlustlisten, abgesehen davon, also was du jetzt gezeigt hast, das sind ja nur Ergänzungslisten. Wir haben ja schon 3.500.000 Run in der Datei. Was bei den Verlustlisten halt noch auch ein Problem ist, es gibt halt Buchstaben, die in der deutschen Sprache nicht vorkommen. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass ein extern korrigierter Text für Transkribus hilfreich sein könnte. Ja, man könnte weiterhin überlegen, ob jetzt, wie man es zurückspeichern könnte für gerade so Megaprojekte. Ich wollte eigentlich noch mal gerne dazu fragen zur Layout-Erkennung. Also das Problem, dass man eben, dass die Zeilen sich verschieben und so weiter, hat man ja öfter mal. Gibt es da eigentlich in Transkribus auch irgendwelche Möglichkeiten, wie man da das Ergebnis verbessert? Oder kann man da auch ein Modell eigentlich trainieren? Das habe ich nämlich noch nie ausprobiert. Und das Zweite, was ich gerne fragen wollte, war, hast du eigentlich auch innerhalb von Transkribus jetzt eine Entitätserkennung mal ausprobiert? Weil die haben ja mittlerweile da auch ein paar, Möglichkeiten, sowas zu machen. Ja, von der Entitätserkennung habe ich auch vor kurzem erst erfahren, also habe ich noch nicht ausprobiert. Könnte man überlegen, also speziell jetzt, wo sich das nicht so häufig ändert. Aber das ist ja auch immer wieder neu gelernt. Also letztlich ist das ganz ähnlich wie das, was ich jetzt als letztes gezeigt habe, nur sagen wir mal benutzerfreundlicher. Und was meinst du das Erste mit der Layout-Erkennung, dass man das auch lernt? Aber dass man da auch ein Modell trainieren kann, weil also die Struktur ist ja sozusagen auch immer relativ ähnlich und mit der Layout-Erkennung habe ich nicht so viel rumgespielt, aber da wäre eben nochmal die Frage an dich, ob du so auch, also ob man überhaupt Modell trainieren kann und wenn ja, wie das so funktioniert. Also ich glaube nicht, dass man das Modell trainieren kann, weil es ist auch nur ein Modell, was das kann. Also, wenn ich was Glaube dazu ich. sagen darf, die arbeiten ja ganz fleißig dran, weil ich erst seit kurzem eben die Möglichkeit habe, auch mit Credits zu arbeiten. Deswegen habe ich noch keine allzu großen Erfahrungen damit. Aber man kann jetzt zum Beispiel auch für Kirchenbücher, wenn die mehr oder minder regelmäßig bleiben, dann kann man eine Tabelle anlegen. Man kann das trainieren, je nachdem. Und man kann es dann auch dieses Training des Layouts auch auf weitere Seiten dann übertragen. Muss ich aber gestehen, also dass mir da noch die Erfahrung fehlt. Und sonst, also ich habe zum Beispiel Tests gemacht, wo es großteils Fließtext ist. Das sind Verträge. Und da ist meist auf der ersten Seite das Brautpaar zum Beispiel mit Namen genannt wird an einer Stelle. Wenn das immer so stattfinden würde, könnte ich mir auch vorstellen, dass man es übertragen kann. Aber ich habe festgestellt, es geht sehr schnell, dass man für diese eine Seite das Layout einfach anlegt und die weiteren Seiten, die dann reiner Fließtext sind, die kann man dann wieder automatisch machen lassen. Und der Jürgen Löffelband ist jetzt wirklich dran. Ja, da bin ich. In den Beispielgefangenenlisten ist der Nachname immer in Fettschrift geschrieben. Meine Frage ist eigentlich, kann Transkribus auch unterschiedliche Schriften, also in diesem Fall Fettschrift oder wenn da ein Wort kursiv geschrieben ist, erkennen? Nee, das wäre tatsächlich gut gewesen, weil Kursiv oder auch mal Faktur habe ich auch in der Hochschulschrift gehabt, aber das ist leider nicht so. Der Text, der da rauskommt, der ist also genau, wer hier unten ist. Also der steht genauso da. Also ohne Information, ob das Fett ist. Ja. Es erkennt auch nicht Einschübe. Also beispielsweise hier Militärspital, ja, da sehen Sie ja, da ist eigentlich ein Einschub, aber hier ist kein Einschub hier unten. Das wäre natürlich auch nett gewesen, aber ja, ist nicht enthalten. Ja, gut. Dankeschön. Herr Rosen,
Man sieht ja schon, dass da noch ein ziemlicher Aufwand in Python an Programmierarbeit hintersteckt, um letztendlich die Transferierung möglich zu machen. Meine Ja. Frage ist, Transkribus wird sich ja weiterentwickeln. Man sieht ja, was in den letzten paar Jahren da passiert ist. Wird sich für CompGen nicht lohnen, zu überlegen, ob man für die Anwendung hier wirklich ein User-Interface baut, damit auch diejenigen, die nicht der Programmiersprache Python mächtig sind, im Sinne einer Feldmarkierung oder letztendlich die Masken anlegen können. Also ich kenne das aus Ja. anderen Anwendungen, dass man Bereiche markieren kann und die Python-Bausteine laufen im Hintergrund, ohne dass man das wirklich können muss. Ja, also Sie sprechen tatsächlich das Nadelöhr an, sozusagen die Umwandlung von dem, was Transkribus ausspuckt, in eine Datei für die SQL-Datenbank hinter DES. Also das ist Ja. tatsächlich der Nadelöhr. Und da muss man tatsächlich sozusagen dran arbeiten. Also eine Möglichkeit wäre jetzt, mehr auf Transkribus zu setzen, aber nicht was Neues zu bauen, sondern in diese, was die Katrin Möller eben angesprochen hat, diese sogenannte Named Entity Recognition, also die Texterkennung. Also welche Art ist das Wort oder Wortfolge? Und für uns aus Projektsicht ist Art gleichbedeutend mit Feld. Also ich würde da mehr Hoffnung drauf setzen. Ja, ich denke, so wie Sie, dass da viel Entwicklung reingeht. Von daher wird sich dieses Nadelöhr vielleicht dann doch auch etwas weiten. Die Entwicklung bei Transkribus haben wir ja nicht in der Hand, ne? Oder wie die sich entwickeln. Und ich glaube ja auch nicht, dass es einfach, wir haben ja hier einen sehr schönen strukturierten Text, ne? Wenn ich da jetzt mal Ja. an andere Projekte denke mit Kirchenbüchern etc., die sind ja teilweise je nach Dekade, wann das geschrieben wurde, viel unstrukturierter, ne? Sodass Ja, man richtig. wirklich vielleicht auch nach der Texterkennung Transkribus trotzdem noch mal so eine Art Blockerkennung machen muss, ne? Ja, Ähnlich wie Sie richtig. es ja eben gemacht haben mit der Trennung, ne? So könnte man sich das ja vorstellen, dass man in so einem Abschnitt einzelne Felder markiert, ne? Auch das. Also, wie ich auch am Ende sagte, ich glaube nicht jedes Projekt, zumindest nach dem derzeitigen Stand der Technik, lohnt sich dafür. Also speziell denke ich an manche Adressbücher, aber auch Kirchenbücher. Also wo handschriftlich ist eigentlich nicht das Problem, sondern mehr so das Durcheinander der Informationen. Für einen Menschen ist das recht leicht zu verstehen, aber es ist eben nicht annähernd tabellarisch und auch nicht regelmäßig. Deswegen lässt sich eben auch keine Regelmäßigkeit ausnutzen. Und auch für den Computer wird es dann schwer, da was zu lernen. Man müsste vielleicht experimentieren und schauen, wie gut ist es und wie schlecht ist es dann wirklich. Aber momentan, von meinem Bauchgefühl her, würde ich sagen, dass gerade jetzt Kirchenbücher zum Beispiel ja noch nicht dafür tauglich sind. Geeignet, ja, okay. Aber vielleicht im nächsten Jahr. Hallo zusammen, dazu eine Hallo? Frage. Die DES-Erfassung in herkömmlicher Weise ist damit tot? Also ich denke nicht, weil, wie ich ja gerade noch sagte, viele Projekte, also es gibt immer noch viele Projekte, die Okay, ein kleines Adressbuch, aber ein Adressbuch von Berlin oder von Köln, das ist ja recht umfangreich. Zum Das Beispiel. stimmt. Ja. Es lohnt sich ja nicht, solche Projekte im Prinzip abzutippen, wenn hier bessere Möglichkeiten besteht, da schneller auch damit fertig zu werden. Das heißt, vom Deserfasser wird man dann im Prinzip zum Kontrollleser. Richtig. Denn ein Projekt aufsetzen und den ganzen Schnickschnack mit den Programmen, das ist ja nicht für den normalen User geeignet, der bisher nur einfach abgetippt hat. Das stimmt auch, ja. In Transkribus kann man ja auch schon gewisse Vorarbeiten machen ohne Programmierkenntnis. Also wie gesagt, bei uns zum Beispiel Segmentierung, das machen bei mir plötzlich Hilfskräfte, die aber dafür nicht programmieren müssen. Also sowas ließ sich machen. Oder auch gewisse Textfehler direkt in Transkribus beheben, das wäre auch möglich. Aber das ist letztlich das Gleiche, wie ob man jetzt Textfehler
im DS macht oder im OCR oder im Transkribus ist ja letztlich wurscht. Aber man kann innerhalb dieser Arbeitsschritte ein paar Arbeitsschritte, sag mal, Unterschritte aussondern, die ohne Programmierkenntnisse machen können. Aber allgemein zurück zu der ersten Frage, ja, also ich denke, die Zukunft der Testprojekte ist mehr, dass es Plan weniger B. nur um Abtippen geht, sondern mehr um Korrekturlesen und die ganze Vorbereitung aus Aufsetzen. Und dann können wir uns auch wieder an noch größere Projekte, wie zum Beispiel Adressbuch von Köln, wagen. Und Berlin und Und München. Berlin. Und München auch. Vor den Großstädten. Hamburg. Ja, riesig. Aber ich wollte eigentlich nur dazu sagen, dass ich glaube, dass eben die Zukunft in dieser Segmentierung ja ganz stark liegen wird. Also weil dieses Pre-Processing am Anfang, dass man möglichst genau erkennt, wo was ist, das wird uns schon auch noch eine Weile begleiten Ja. und beschäftigen. Und das Zweite ist eben, diese Entitäten dann zu separieren. Das wird sicherlich einfacher werden in den nächsten Jahren, aber also das sieht man jetzt auch, wenn man so KI benutzt und so, da drin sind viele Dinge noch nicht so richtig gut. Also das ist ja praktisch auch das, was jetzt so nicht nur über NLP-Verfahren, sondern auch Vokabulare besser wird und wo man vielleicht eben auch mal probieren kann jetzt mit solchen Quellen, bevor die ins Desk kommen, sozusagen, die auch schon anzureichern und nochmal ein bisschen sozusagen zu strukturieren, weil wir da eine Phase haben, sozusagen, wo wir da noch relativ viel machen können, bevor es dann im Desk landet. Also das ist sicherlich eine Idee, da auch nochmal wirklich drüber nachzudenken. Und ich denke, das wird irgendwann auch so einfach sein, dass es dann auch jeder kann. Ja, also wir haben ja 2021 einmal angefangen. Die notwendige Vorbedingung dafür, dass man die Entitäten gut erkennen kann, ist ja auch, dass der Text gut erkannt wird. Und als wir 2021 damit angefangen haben, waren wir ja zum Beispiel noch nicht so gut, wie es jetzt ist. Also obwohl ich immer dasselbe Modell nutze, das Transkribo-Standardmodell, selbst bei gleichbleibender Scanqualität, die Texte werden viel besser erkannt. Also jetzt gibt es kaum noch Fehler. Manchmal, wenn die Scans sehr schlecht sind, gibt es viele Fehler. Ich hoffe, dass die Freiwilligen in meinem Projekt das mir verzeihen, aber im Allgemeinen wird der Texterkennung immer besser. Und das war sozusagen das notwendige Vorproblem, was man erst lösen musste. Und ich glaube, Transkribo ist jetzt soweit und jetzt kommt als nächstes dann die Entitäten zu aufzuteilen. Danke für den interessanten Vortrag. Ich selbst habe mit Transkribus sehr, sehr viele Gerichtsprotokolle und Protokollbücher von Vereinen übersetzen können oder transkribieren können, aber mit Kirchenbüchern nur als Ausschnitte. Aber auch da war es sehr hilfreich. Danke, das war es von mir. Ich fand den Hallo? Vortrag auch sehr schön. Ich habe mal eine Frage. Ich würde gerne ein Kirchenbuch digitalisieren. Lohnt sich das, also der Software da was beizubringen, oder sollte ich eher lieber eine andere Software nehmen? Das Kirchenbuch ist tabellarisch aufgebaut. Also, ich kenne auch so Kirchenbücher so aus dem Mitte des 19. Jahrhunderts, wo die in Tabellen gearbeitet haben und dann hat Einfacher wirklich sehr viel geschrieben. Da könnte sich das schon lohnen. Vor allem, wenn es also wenn es wirklich viele Spalten sind, so im Sinne von Vorname, Nachname, Täufling, Braut, Brautvater, solche Dinge, geboren, dann und wann, ledig und solches. Ich denke, da kann sich Transkribus so ein bisschen der Anschluss sozusagen lohnt. Also der Versuch, das Ganze aufzuspalten und in das Desk zu schicken, das ist dann eine andere Frage. Aber ich denke, also soweit kann Transkribus immerhin helfen, dass das Kirchenbuch dadurch immerhin durchsuchbar wird. Ah, okay. Danke. Würde es sich vielleicht lohnen? So etwas wie ein Workshop. Also du hast jetzt zwei Sachen demonstriert. Und würde es sich vielleicht lohnen, so etwas wie einen Workshop aufzusetzen, umgehend mit Transkribus von mir aus? Und da spreche ich wahrscheinlich mehr in Richtung Ingrid wie woanders hin. Da Transkribus ja die Client-Version aufgeben will, habe ich mich jetzt seit Anfang Jänner mehr damit auseinandergesetzt, in der Browser-Version zu arbeiten. Und da habe ich schon einiges entdeckt, einiges funktioniert sehr gut.
Und ein paar Dinge, da habe ich selber noch Klärungsbedarf. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mich da eingearbeitet habe, dass ich zumindest also im kleinen Kreis dann, dass wir da was gemeinsam schaffen. Also wir könnten noch mehr herumprobieren mit der Entitätenerkennung in Transkribus, sodass man also diesen Schritt, den ich momentan hier entweder mit Jespers Programm oder mit meinem Programm mache, dass wenn der sich auch in Transkribus erledigen ließe. Das lässt sich machen. Man kann Tags vergeben, man kann sagen, das ist eine Person, das ist ein Ort, das ist ein Datum, das weiß ich nicht, was es heißt und so weiter. Man kann auch Tags vergeben, die man Text ganz neu, neu Simon. macht, die noch nicht im Programm vorhanden sind. Also auch da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja, also wenn das künftig besser wird, das kann man auch kollaborativ machen, hier in dieser App. Also das ist die Browser-Version, aber sie nennt sich App, wo dann vorher Handvoll Leute, nachdem der Text erkannt wurde, also diese Worte da markieren. Und sagen, das ist das, das ist das. Und wenn das Ergebnis gut genug ist, dann denke ich, dann kann man das mehr nutzen. Dann braucht man auch nicht unsere selbstgeschriebenen Programme. Und dann kann man das auch gut in dem Workshop beibringen. Denke ich allerdings, dass da so was Vorprogrammiertes, was du uns gezeigt hast, zum Beispiel jetzt bei Adressbüchern, dann doch schneller wäre, als wenn man jetzt also, ich weiß nicht, 100 Namen da taggen müsste, weil es ist ja dann doch immer ein einzelner Durchgang. Aber also zum Beispiel habe ich es ausprobiert in Fließtexten, wenn da halt die Namen vorkommen, der Vater, das Brautpaar, das ist die Braut, das ist der Bräutigam und so weiter. Also da macht das sicher also Sinn, dass man die dann noch viel schneller finden kann. Ja. Abgesehen davon, dass auch vielleicht auch als Ergänzung in der Browser-Version funktioniert jetzt auch wieder sehr gut, dass man zum Beispiel nach Namen oder Orten, was auch immer, über das Gesamte, was man schon selber in Transkribus drinnen hat, suchen kann. Und dann sagt ihm einem auf der Seite sowieso, findest du die Person und in dem Projekt findest du eine andere Person, die auch den Namen hat. Also auch eine spannende Geschichte, finde ich. Ja, das stimmt. Also Was? selbst wenn man es nicht direkt ins Test machen will, das Dokument wird auf jeden Fall durchsuchbar. Und das ist ein Ja, ja. großer Arbeitserleichterung schon. Ich würde jedem einfach mal empfehlen, transkribus.ai in den Browser einzugeben. Und wenn man irgendein Dokument da hat, eine Kirchenbuchseite oder so, braucht man die einfach nur reinziehen. Dann läuft das automatisch ab, wird erkannt. Und da kann man die Stärke von Transkribus sehen. Da läuft im Hintergrund ein sehr gut trainiertes Standardmodell. Und Kirchenbuchseiten werden sehr gut erkannt. Man wundert sich, was da alles schon lesbar und möglich ist. Ich empfehle auch, dass man sich einfach einen Account bei Transkribus holt. Das hat den Vorteil, der Account ist kostenlos und man erhält monatlich 100 sogenannte Credits. Dann kann man ein Stück mehr machen als hier mit dieser automatischen Erkennung Transkribus AI. Genau, einmalig aber, dachte ich. Also wenn man sich anmeldet zum Spielen Nee, sozusagen. nee, nee, die wollen monatlich den Leuten, jedem Account was zukommen lassen. Die wollen ja Leute gewinnen, die dann auch bei der Stange bleiben und auch mal größere Projekte starten. Und wenn man da ein Buch ganz lesen will, erkennen lassen will, dann braucht man halt ein bisschen mehr, aber das ist alles noch finanzierbar. Es gibt dann für Unis oder für große Vereine, so wie wir, gibt es spezielle Abonnements. Wir haben da als Comgen auch ein Abonnement abgeschlossen und wollen da jetzt mit Mithelfern dann auch mal so ein Team aufbauen, um dann auch an größere Projekte, wie gesagt, dran zu gehen. Aber es kann jeder so schon mal ausprobieren. Wenn das hier jetzt im Moment ein bisschen länger läuft, das ist jetzt das Modell, was da jetzt genommen wird, ist vielleicht nicht so für die Druckschrift da. Ja, man kann ihn nur auswählen, Handschrift, Druckschrift und welche Ja, Sprache. also man soll ruhig mal privat Hier ist sowas das ausgewählte ausprobieren. Modell. Holt mal eine Kirchenbuchseite, einen Scan, den man hat und schiebt den einfach rein. Man wird sich wundern,
welche Ergebnisse kommen und wie gut Transkribus sowas schon liest. Gerade so Sütterlin-Kurrentschriften, die werden sehr gut erkannt. Na, wir haben doch jetzt ein Ergebnis hier. Ja. Ja. Es ist limitiert. Ich hatte vor ein paar Tagen für mich privat was ausprobiert. Nach 2 Seiten hat es mich gebeten, dass ich mich bei Transkribus anmelde. Ja, ich denke also, auch wenn man hier jede Seite einzeln hochlädt, das ist mehr zur Demonstration. Aber das ist nichts für, sag mal, die gewöhnliche Arbeit. Also sich anmelden kostet nichts, sondern man kriegt am Anfang ein paar Credits, möglicherweise auch monatlich. Ich weiß es nicht. Also wir bezahlen dafür von Max Planck aus. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es spart viel Zeit. Ich bin da bei monatlichen Sitzungen dabei. Da hat es geheißen, es soll 100 Credits im Monat für jeden User geben. Ich habe Anfang des Jahres habe ich 100 Credits gekriegt. Ja, die haben das Finanzierungsmodell mehrfach geändert, seitdem wir dabei Ja, sind. genau. Ja, also 100 Weil Credits im Monat würde für 500 Druckseiten reichen. Das ist eigentlich schon viel. ja, das habe ich auch festgestellt. Also bei den Gefangenenlisten, da habe ich, glaube ich, 3 Seiten pro Credit verrechnet bekommen. Und bei den Handschriften ist aber wirklich ein Credit pro Seite. Ja, genau, Handschrift kostet mehr. Ja. Mich tatsächlich im November bei Transkribus angemeldet. Deswegen war ich auch so auf diesen Vortrag jetzt aufmerksam geworden. Und ich kann das nur bestätigen mit den Credits. Ich habe jetzt 590. Ich habe also noch nicht wirklich viel damit getan, weil ich stark eingebunden in den Beruf bin. Also es muss irgendwo eine monatliche oder vielleicht sogar mehr geben. Denn ich hatte auch mit 100 gestartet. Obwohl das passt ja, ne? Jeden Monat dann noch 100 dazu. Ja, Schon so da fast. kommt da einiges zusammen. Ich kann mir vorstellen, wie das heutzutage so üblich ist bei so Software, dass es mal, diese Geld gibt, aber man kann trotzdem nicht alles damit machen, wenn man nicht bezahlt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es wesentlich schneller ist, wenn man zahlender, also Abonnement hat oder auch beschleunigten Support, solche Dinge. Ja, genau, wie man das Oder sonst so vielleicht gibt kennt. es auch nur eine Handvoll Kollektionen und in diesen Kollektionen nur eine Handvoll Dokumente, die man hochladen darf. Könnte ich mir auch vorstellen. Bis zum letzten Von Jahr der. waren es 500 Credits, die man pro Account bekommen hat. Und Ah, okay. jetzt in diesem Jahr, Dann. im Januar, haben die eben umgestellt ihr Abonnementsystem und da war im Gespräch monatlich 100. Da muss man mal abwarten. Die arbeiten auch ständig noch daran. Aber man hat erstmal einiges, um das auszuprobieren und auch verschiedene Models, trainierte Models zu probieren. Genau. Vielleicht eine zweite Frage noch, also was gerade schon angesprochen wurde, würde mich tatsächlich auch sehr interessieren, dass man ja innerhalb der CompGen vielleicht eine Gruppe aufmacht, die daran arbeitet, wirklich mit Transkribus, innerhalb Transkribus das aufzusetzen, die Layout-Erkennung von Kirchenbüchern und das speziell für Kirchenbücher. Ja, zu trainieren. Ich weiß ehrlich gesagt, ich kenne mich wirklich nicht wirklich gut damit aus. Ich habe mich auch nicht wirklich intensiv damit beschäftigt. Aber das würde sich ja vielleicht lohnen, denn das sind ja ein paar Millionen Seiten, die da in Deutschland vorhanden sind. Und die auch in Matricula oder in anderen, im evangelischen, wie heißt es noch, jetzt liegen. Es wird ja durchaus Sinn machen, dass man da mit mehreren gemeinsam dran arbeitet, an einem Modell trainiert. Oder wie sehen das andere? Ja, das ist, wir haben im letzten, vorletzten Jahr schon mal so eine kleine Gruppe gehabt. Jetzt sind wir ein bisschen am Abwarten, weil das lokal installierte Werkzeug nicht mehr weiterentwickelt wird. Es wird jetzt nur noch die Browser-Version entwickelt. Und da sind, wie gesagt, so ein paar ganz kleine Sachen, die da noch hängen, die da noch gemacht werden müssen, vor allen Dingen, wenn man im Team zusammenarbeitet, da muss man bestimmte Berechtigungen abgeben und, und. Wir arbeiten aber dran, auch Ingrid hat es ja gesagt, mit der Layout-Erkennung, da sind die im Moment ganz stark am Programmieren. Das sind so in den letzten Monaten immer mal Infoabende gewesen bei Transkribus. Sehr spannend wird es dann, wenn automatisiert so eine Seite mit Layout erkannt wird und vor allen Dingen, die kann man auch trainieren noch,
verändern, was dann ganz spannend ist, wenn ich dieses Layout über die nächsten 500 Seiten drüberlegen kann, dass ich also nur einmal für eine Seite oder eine Doppelseite das Layout erzeugen muss. Wenn ich da zufrieden bin, dann sage ich auf die nächsten 500 Seiten dieses Layout anwenden und dann starte ich die Texterkennung und dann habe ich praktisch ein ganzes Buch auf einen Schlag. Und dann kommt, wie gesagt, das, was der Michael erklärt hat, dann kommt es eben darauf an, den Export, den man von Transkribus bekommt, richtig zu sortieren, zu zerschneiden, sodass wir die Sachen, die zugeordneten Sachen, Felder in unsere DES-Datenbank einschieben können. Was Transkribus auch gut macht, das haben wir vorhin ja auch gesehen, die Geolokalisierung auf der Seite, das heißt, jeder Name, so wie wir das bis jetzt auch kennen, wird genau georeferenziert, sodass ich dann in einem Kirchenbuch, wenn da viele Ja. Namen da drauf sind und ich habe im Suchergebnis, klick einen Namen an, dann komme ich auch genau dahin wieder. Genau, die Koordinaten, die sind sehr, sehr wichtig. Ich habe den Frager jetzt leider vergessen, aber dem Frager gebe ich mit, dass auf der Teamplattform das Transkribus-Team eine Gruppe hat. Im Gruppentext kannst du nachlesen, inzwischen wurden von Transkribus viele Änderungen im Programm vorgenommen, bis zur Einarbeitung in die neue Bedienung ruht diese Gruppe. Wenn du jetzt wissen möchtest, wann diese Gruppe wieder arbeitet, dann musst du diesem Inhalt einfach folgen. Einfach auf Folgen drücken und du bekommst eine Nachricht, wenn diese Gruppe wieder aktiviert wird. Also auf der Teamplattform, Transkribus Team. Und so wie die das Team wieder beleben, unter Gruppen, unter Gruppen müsste es, da ist es. Also. Und wenn du jetzt Danke für den. runterscrollst, dann kannst du folgen. Du siehst unten hier folgen. Merken und folgen sind unterschiedliche Dinge. Wenn du folgst, ein bisschen runter wieder. Ah, hier. Halt, merken und folgen. Also folgen, dann bekommst du eine Information, wenn diese Gruppe wieder belebt ist. Das ergänzend zu dem, was Horst eben gesagt hat. Ja, den Text könnt ihr jetzt hier auch lesen, bis zur Einarbeitung ruht diese Gruppe. Vielleicht an der Stelle auch noch mal einen kleinen Werbeblock einbinden. Wer noch nie mit unserem Dateneingabesystem gearbeitet hat, vielleicht die Aufforderung, das einfach mal auszuprobieren. Wir haben ganz viel verschiedenartige Quellen im Angebot. Wer mit Kirchenbüchern gut zu lesen oder mit Kirchenbüchern, die schwierig zu lesen sind, wer sich da was aussucht, es gibt alles. Es gibt Beerdigungsbücher, es gibt Gefangenenlisten, es gibt Sanitätslagerlisten, Verstorbenenlisten, also es gibt ganz viel. Steckbrieflich gesuchte Neben Verbrecher. den normalen Adressbüchern, wo es auch kleinere, einfache gibt, umfangreichere, also es ist alles da. Wir haben auch eine Karte, wo man die ganzen Sachen sieht, die schon fertig sind. Da sieht man, dass also ganz viele Leute da schon mit zusammengearbeitet haben. Was ganz neu kommen wird, ist der Bereich Bergbau, Bergbau-Mitarbeiterverzeichnisse. Wir arbeiten mit dem Bergbaumuseum Bochum gerade zusammen, haben schon die ersten Vorbereitungen gemacht. Das wird in Kürze, wahrscheinlich im nächsten Monat, an den Start gehen mit einem Vortrag des Bergbaumuseums. Und dann werden wir auch ganz viel Zechenbücher haben, die dann auch relativ einfach zu erfassen sind. Also bleiben Sie einfach am Ball, gucken Sie ab und zu bei uns auf die Blogbeiträge. Sollte man eigentlich die abonnieren, die Blogbeiträge, da kommen also solche Sachen auch immer, werden bekannt gegeben. Sehr gut. Ja, wenn keine Fragen mehr sind, dann bedanken wir uns bei dir, Michael, Danke für auch. deine eindrucksvolle Demonstration dessen, was möglich ist und was uns in Zukunft weiter noch voranbringen wird, sodass wir unsere Datenbanken mit Hilfe vieler Mithelfer weiterhin gut füttern können. Vielen Dank. Vielen Dank an alle Zuhörer Das ist. und Schönen Abend noch allerseits. wünschen allen einen schönen Abend. Jawohl.